Woher kannten Fred und George Weasley eigentlich das Passwort für die Karte des Rumtreibers? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Fred Weasley, George Weasley und die Karte des Rumtreibers. George und Fred Weasley waren die engsten Brüder, einig in jeder Hinsicht und Mitglieder der Familie Weasley. Sie waren die Art von Zwillingen, die jeden wachen Moment miteinander verbrachten und jedes Hindernis gemeinsam meisterten. Das Hindernis, von dem ich heute spreche, ist die berühmte Karte des Rumtreibers. Eine magische Karte, die von den Rumtreibern Sirius Black, James Potter, Remus Lupin und Peter Pettigrew während ihrer Zeit in Hogwarts benutzt wurde. Die Karte des Rumtreibers wird wie folgt beschrieben. Die Magie, die bei der Erstellung der Karte verwendet wurde, ist fortschrittlich und beeindruckend. Sie beinhaltet den Zauber, der es dem Besitzer der Karte ermöglicht, die Bewegungen jeder Person im Schloss zu verfolgen. Und sie wurde auch verzaubert, um die Neugier ihrer Nemesis, Severus Snape, für immer abzuwehren. So beleidigend wie möglich. George und Fred Weasley kamen in den Besitz der Karte, nachdem sie sie während ihres ersten Jahres in Hogwarts aus Filchs Büro gestohlen hatten. Die beiden waren in Schwierigkeiten geraten, weil sie eine Mistbombe gezündet hatten und bemerkten eine Schublade mit der Aufschrift "Beschlagnahmt und hochgefährlich", was natürlich ihre Aufmerksamkeit erregte. Ihre Neugier war stark und während George eine weitere Bombe warf, konnte Fred die Schublade durchsuchen und die Karte stehlen. Das war natürlich ein großartiger Fund, vor allem für ein Bruderpaar wie Fred und George. Mit der Karte konnten sie jeden Zentimeter jedes Klassenzimmers, jeden Flurs, jeden Winkels und jeder Ritze des Schlosses sehen und so unbemerkt allerlei Unfug anstellen. Und nicht nur das, die Karte zeigt die Menschen in Echtzeit an. So konnten sie Snape und Filch leicht entkommen. Die Karte des Rumtreibers verlieh ihrem Besitzer oder in diesem Fall ihren Besitzern eine Menge Macht. Diese kleine Schönheit hat uns mehr gelehrt als alle Lehrer dieser Schule zusammen. Eines habe ich mich allerdings immer gefragt, wie Fred und George die Karte benutzen konnten. Falls ihr es noch nicht wusstet, die Karte selbst ist passwortgeschützt. Das war eine Präventivmaßnahme, um sicherzustellen, dass nicht einfach jeder die Möglichkeiten hatte, die Karte zu nutzen. Für den Laien erscheint die Karte nicht magisch, sondern wie ein leeres Stück Pergament. Als Harry die Karte zum ersten Mal von Fred und George in die Hand gedrückt bekommt, weiß er nicht, was er von ihr halten soll. George Weasley sagte, "Dies, Harry, ist das Geheimnis unseres Erfolges." Fred Weasley sagte, "Es ist eine Qual, sie dir zu geben, aber wir haben letzte Nacht beschlossen, dass dein Bedürfnis größer ist als unseres." Harry Potter sagte, "Und was soll ich mit einem Stück alten Pergament?" Aber die Frage bleibt, wie um alles in der Welt haben Fred und George das Passwort für die Karte überhaupt herausgefunden? Es ist unmöglich, dass sie es von einem der ursprünglichen Rumtreiber bekommen haben. Wie haben sie es also gemacht? Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tonichtgut. Wie haben sie das geschafft? Es stellte sich heraus, dass J.K. Rowling genau diese Frage in einem Interview gestellt wurde. J.K. Rowling erklärte hier, dass Fred und George Weasley das Kennwort mit ein bisschen Glück, etwas spielerischem Einsatz und vielleicht auch mit Hilfe der Karte selbst herausgefunden haben. Durchs Ausprobieren konnten sie die Rückmeldungen der Karte analysieren und schließlich die genauen Wortkombinationen herausfinden, die nötig waren, um die Geheimnisse der Karte zu lüften. Versuch und Irrtum, ihre spielerische Art und ein bisschen Glück haben ihnen am Ende geholfen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.